Im vorigen Video habe ich euch gezeigt, wie ihr Avast installieren könnt. Jetzt möchte ich euch zeigen, warum ich Avast empfohlen habe und wie ihr dieses Feature einsetzt. Also Avast soll bei euch gestartet sein, hier unten neben der Uhr. Mit einem Rechtsklick auf das orangene Symbol könnt ihr die Avast Benutzerschnittstelle öffnen. Die öffnet sich dann auch gleich. So, und ich setze das deshalb gerne ein, wenn nämlich mal ein Virus auf dem System ist, ist das Problem oft, dass der Virus läuft, während auch der Antivirus läuft, aber der Virus natürlich irgendwelche Schutzroutinen hat, um den Antivirus daran zu hindern, ihn auszuschalten. Und dem Problem kann man eigentlich nur begegnen, indem man den Virus schon entfernt, bevor Windows überhaupt hochfährt. Da gibt es mehrere Möglichkeiten. Also ihr könnt zum Beispiel eine Live-CD von einem Antivirus-Hersteller, Kaspersky hat da eine empfehlenswerte, runterladen und mit dieser booten und dann einen Scan durchführen. Da werden dann die Viren entfernt. Und Avast bringt sowas schon mit. Nur man braucht es nicht, also solange der Computer noch hochfährt, muss man es nicht auf CD brennen. Wir gehen einfach auf Computer überprüfen und wählen links Startzeitüberprüfung. Und hier können wir eine Startzeitüberprüfung planen. Also ich kann euch jetzt eine Empfehlung geben, wie ihr es macht, aber die trifft natürlich nicht auf alle zu. Avast hat auch nämlich auch noch ein paar Fehlalarme. Deshalb muss jeder wissen, wie er das hier einstellt. Ich erkläre mal, was ich hier mache. Also ich kann hier erstmal Prüfbereiche auswählen. Wenn ich jetzt ein Virus habe, wäre natürlich sinnvoll, alle Laufwerke auszuwählen. Da, um kein Risiko einzugehen, dass irgendwas vergessen wird. Also ich kann einfach mal die ganzen Autostandprogramme und Systemlaufwerke auswählen. So, jetzt ist alles ausgewählt, da kann nichts mehr schief gehen. Okay, den Wirkungsgrad würde ich, man will ja wie gesagt auch nochmal sicher gehen, auf Hochstellen. Und hier kann ich auch gleich einstellen, was passieren soll, wenn eine Anwendung gefunden wird, die halt als Virus eingestuft wird. Ihr könnt knallhart einfach auf Löschen gehen, dann wird alles, was Avast als Virus identifiziert, gelöscht. Und oder ihr könnt nachfragen lassen. Das Problem ist, die Überprüfung beim Start dauert sehr lange. Wenn ihr jetzt also auf Nachfragen geht, wird jedes Mal gestoppt und nachgefragt, was gemacht werden soll. Wenn ihr halt nicht am PC seid, kann es halt sein, dass der eine Stunde lang nichts tut. Oder es wäre halt auch die Möglichkeit, in Container verschieben oder reparieren. Reparieren kann ich nicht empfehlen. Das schlägt häufig fehl. Deshalb würde ich empfehlen, entweder löschen oder in Container verschieben auszuwählen. In Container verschieben, da könnt ihr später dann noch über die Programme schauen und entscheiden, was ihr damit macht. Ja, wenn ihr jetzt soweit seid, könnt ihr hier einfach auf OK klicken und dann erscheint hier die Meldung. Ihr System wird beim nächsten Systemstart untersucht. Das heißt, wenn ihr jetzt euer System neu startet, startet gleich diese Bootzeitprüfung.